Hier habe ich ein Rechteck gezeichnet und das will ich in kleinere Quadrate aufteilen. Und dabei sollen 2 Zeilen und 5 Spalten entstehen. Ja, ich merke schon, einige von euch sagen, was ist nochmal eine Zeile und was ist nochmal eine Spalte? Kein Problem, ich erkläre es nochmal. Hier entsteht gerade eine Zeile von Kühen. Die Kühe stehen schön geordnet nebeneinander. Die Zeile entsteht von links nach rechts, so wie man in einem Buch liest. Waagerecht nennt man das auch. Jetzt entsteht die nächste Zeile. Wieder schön gerade von links nach rechts. Und jetzt kommt noch eine Zeile. Wieder schön waagerecht. Jetzt sehen wir die Kühe nochmal. Aber ihr seht, jetzt sind sie untereinander angeordnet. Hier bilden sie die erste Spalte. Von oben nach unten, also senkrecht. Jetzt kommt die nächste Spalte. Wieder schön senkrecht. Und noch eine Spalte. Und noch eine. Jetzt habe ich eine Frage an dich, die wird dir bestimmt leicht fallen. Wie viele Zeilen und wie viele Spalten sind denn hier zu sehen? Jetzt fangen wir an, das Rechteck zu unterteilen. Und das so, dass wir 2 Zeilen bekommen. Überleg jetzt mal selbst, wie sollen wir unterteilen? Waagerecht von links nach rechts oder senkrecht von oben nach unten? Stoppe das Video, bis du die richtige Antwort weißt und lass erst dann das Video weiterlaufen. Hier wird jetzt unterteilt und so entstehen die Zeilen. Oben Zeile 1 und darunter Zeile 2. Jetzt kommt die Unterteilung in Spalten dran. Auch jetzt wieder die Frage, waagerecht oder senkrecht? Klar, senkrecht, von oben nach unten. Hier wird jetzt unterteilt. Da habe ich eine Spalte, da die zweite, die dritte Spalte, Spalte Nummer 4 und Spalte Nummer 5. Ihr seht, ich habe in 2 Zeilen und 5 Spalten unterteilt. Jetzt wollen wir bestimmen, wie viele Quadrate wir haben. Das kann man auf 2 Arten machen. Möglichkeit Nummer 1. Die erste Zeile, die hat 1, 2, 3, 4, 5 Quadrate. Die zweite Zeile, die hat auch 5 Quadrate. Zusammen sind das 5 plus 5 Quadrate. Wie viele also? 10 Stück. Möglichkeit Nummer 2. Da gehen wir jetzt die einzelnen Spalten durch. In der ersten Spalte, da haben wir 2 Quadrate. Und in der zweiten Spalte kommen 2 Quadrate dazu. Das sind also 2 plus 2, also wie viel? 4 Quadrate. Die dritte Spalte, die liefert wieder 2 Quadrate. Jetzt haben wir wie viele? 2 plus 2 plus 2, also 6. Die vierte Spalte, die liefert nochmal 2 Quadrate. Wie viele haben wir jetzt? 8. Und jetzt kommt die letzte Spalte an die Reihe. Die bringt nochmal 2 Quadrate. Wie viel sind es jetzt? 10. Damit sind wir jetzt am Ende dieses Videos. Tschüss, bye bye, bis dann.